bin 34 Jahre alt und ich hatte Darmkrebs. Also gemerkt habe ich es daran, dass ich einfach nicht wie sonst regelmäßig Stuhlgang hatte, sondern einfach Probleme hatte mit meinem Stuhlgang. Und das eben wochenlang war, monatelang im Endeffekt. Und irgendwann bin ich dann zum Arzt gegangen. Genau, mein Arzt hat mich da nicht ernst genommen, weil er gemeint hat, das kann nicht sein, das ist jetzt vielleicht Stress oder diese Dinge eben. Aber der war es nicht und ich war dann so penetrant und habe gesagt, ich möchte jetzt eine Überweisung zum Gastroenterologen, auch auf der Vorgeschichte, dass eben Darmkrebs in der Familie ist. Und war dann so, dass ich sie dann bekommen habe, nachdem ich hartnäckig war. Da kam dann die Diagnose Darmkrebs, also Rektumkarzinom in dem Fall. Und ich muss sagen, beim Gastroenterologe war es sehr gut damals. Der hat sehr viel in die Wege geleitet, dass es sehr schnell ging. Also von Diagnose bis zur ersten Behandlung vergingen 2,5 Wochen. Wie soll ich sagen? Also mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen. Aber am Nachmittag weiß ich noch, wie ich zu meiner Mama gesagt habe, entweder ich hau jetzt den Kopf gegen die Wand und verzweifle dran oder ich kämpfe. Und für mich war einfach klar, ich kämpfe. Der Kampf hat sich gelohnt, ja. Heute geht es mir so weit gut. Sicher, ich habe immer noch Nachwirkungen von der ganzen Therapie. Was auch wieder schwierig ist, den Ärzten klarzumachen, dass einfach immer noch was nicht ganz stimmt. Also, dass der Stuhlgang jemals wieder normal wird, wird nie der Fall sein, bin ich mir sicher. Also junge Menschen rate ich, wenn ihr Probleme habt, die auftreten mit eurem Stuhlgang, das was aber nicht davor war, dann geht zum Arzt. Und wenn der Arzt sagt, das kann nicht sein, ihr seid zu jung, seid hartnäckig, sagt, ihr wollt es machen und sagt vielleicht auch, dass es in der Familie vorgekommen ist, Darmkrebs. Und es gibt kein zu jung, Darmkrebs zu haben oder Krebs zu haben.